Wie kann man eine Pandemie oder / Epidemie vermeiden? Das ist die große Frage. Und diese große Frage wurde vor 40 Jahren auch schon einem bekannten indischen Philosophen gestellt, wahrscheinlich einer der gelehrtesten Menschen seiner Zeit, alias Bhagwan, beziehungsweise später Osho. Ja, und Osho hat in seiner sehr, wie er immer war, konfrontativen, klaren Weise geantwortet. Und ich danke Andrea Plack für dieses Posting. Ich lese das mal vor, also 40 Jahre her. Könnte auch ein bisschen von Krishnamurti sein, wer das Krishnamurti kennt, der weiß das. Und damals ging es um die AIDS-Epidemie. Osho antwortete, du stellst die falsche Frage, mein Freund. Die richtige Frage sollte lauten, wie man die Angst vor dem Tod vermeidet, weil eben eine Epidemie da ist. Es ist sehr einfach, ein Virus zu vermeiden, aber es ist sehr schwer, Angst in dir und auf der Welt allgemein zu vermeiden. Menschen werden mehr an Angst sterben als an einer Epidemie. Kein Virus auf dieser Welt ist gefährlicher als Angst. Also Angst als Virus, auch interessant, ja? Verstehen Sie diese Angst, sonst werden Sie zu einem Leichnam, bevor Sie sterben. Oder bevor Ihr Körper stirbt. Das hat nichts mit dem Virus an sich zu tun. Die gruselige Atmosphäre, die man in diesen Momenten spürt, ist ein kollektiver Wahnsinn. Dazu habe ich ja einige Videos gemacht, Massenpsychologie und so weiter, hier im Kanal zu finden. Das ist schon tausende Male passiert und es wird immer noch passieren und es wird dauern, wenn du keine Menschenpsychologie und die Angst an sich nicht verstehst. Normalerweise stoppen Menschen die Angst, aber in einem Moment des kollektiven Wahnsinns kann das Bewusstsein dabei komplett verloren gehen. Und dann ist eben nichts zu stoppen. Dabei wirst du nicht einmal wissen, wann du die Kontrolle über deine Angst verloren hast. Dann kann Angst dich dazu bringen, alles zu tun. Sieht man jetzt auch schon langsam, also dass das passiert, ne? Sei vorsichtig. Schaue nicht die Nachrichten. Vor allem nicht die, die die Angst verursachen. Hör auf, über eine Epidemie zu reden und das Gleiche immer und immer und immer und immer zu wiederholen. Denn das ist eine Selbsthypnose. Die Wiederholung macht's, ja? Immer die Wiederholung der Wiederholung. Also Angst gleich ist ein Typ von Selbsthypnose, sagt er. Kann ich so unterschreiben. Angst verursacht chemische Veränderungen im Körper und im Gehirn natürlich und im Nervensystem. Und wenn es immer wieder und immer wieder wiederholt wird, wird eine chemische Veränderung ausgelöst, quasi eine Kette, die manchmal so giftig sein kann, dass sie einen töten kann. Während einer Epidemie wird die Energie auf der ganzen Welt irrational. Das kann man ja auch sehr, sehr gut jetzt gerade sehen. So kannst du jederzeit in ein schwarzes Loch fallen. Genau. Und das erleben ja momentan auch viele, viele Menschen, dass sie eben also das Gefühl haben, ihnen wird der Boden unter den Füßen weggezogen. Ja? Und dabei kommen noch diese ganzen Veränderungen mit den kosmischen Interferenzen dazu, wo ja überhaupt nicht drüber gesprochen wird, außer hier im Kanal. Und bei Hendrik, ja, und das ist also, ja, das ist echt schon ein Wort, ne? Genau. Und so kannst du jederzeit in ein schwarzes Loch fallen, genau. Meditation wird dann zu einer schützenden Aura, die keine sodass keine negative Energie durchdringen kann, sagte Osho. Wobei ich ja immer auch sage, dass Menschen mit Trauma nicht nur meditieren sollen, sondern die müssten auch einen Vagus anschalten und ihr Nervensystem trainieren. Dazu findest du ja viel auf meiner Seite, auch das Online-Training für die Klangbehandlung, dass die Mittelohrmuskeln trainiert werden. Das ist ja auch wichtig, dass man nicht bei jedem subtilen Geräusch sofort das Nervensystem anschießt und sofort in den Sympathikus und dorsalen Vagus und Shutdown geht, ja. Ja, genau. Also das mal als kleinen Impuls. Wieder der Angst, ne? Und nicht so viel angsteinflößendes Zeug gucken. Und aktuell die Zeit ist eine harte Zeit, auch für alle Kritiker.
Es ist eine Zeit, in der auch viel gelöscht wird und so weiter. Ich lade euch alle ein, kreativ, flexibel mit diesen Veränderungsprozessen der Gesellschaft umzugehen und euch auch vielleicht ein Stück weit von dem zu verabschieden, was ihr gemeint habt, was diese Gesellschaft ist. In diesem Sinne, schöne Grüße von Jörg Fuhrmann und bleibt tapfer und angstfrei. Tschüss.